Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video schauen wir uns das optische Gitter einmal genauer an. Dies ist ein Spektrum und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass Farben fehlen. Das sind diese schwarzen Linien. Und diese fehlenden Farben, man sagt auch Absorptionsspektrum dazu, entstehen dadurch, dass jedes Element ganz bestimmte Farben entweder absorbiert oder emittiert, also aussendet. Und diese Analyse so eines Spektrums nennt man Spektralanalyse und gehört zu den leistungsfähigsten Untersuchungsmethoden der Naturwissenschaft. In diesem Beispiel haben wir jetzt ein Emissionsspektrum, also wo ein Stoff Licht oder ganz bestimmte Farben halt aussendet oder Wellenlängen aussendet. Und wenn ich mir das angucke, kann ich zum Beispiel erkennen, dass das Quecksilber ist. Nur anhand dieser Linien. Und das ist die große Leistung der Spektralanalyse. Die Sonne scheint und das möchte ich gerade mal für ein Experiment ausnutzen. Und zwar guckt die Kamera in die gleiche Richtung, wie auch die Sonne scheint. Hier links ist ein bisschen dunkel durch einen Vorhang. Hier rechts habe ich ja, die Sonne, wie sie auf die Wand scheint. Hier habe ich zwei Beugungsgitter oder ja, im Prinzip zwei Gitter, und zwar das obere hat 500 Linien pro Millimeter und das untere hat 1000. Und wenn ich jetzt beide mal hier nebendran halte, sieht man eigentlich sehr schön das Spektrum, einmal hier oben und einmal hier drüben. Und das obere Spektrum ist das von den 500 Linien pro Millimeter, das ist etwas schmäler. Und das Spektrum, das zweite Spektrum mit den 1000 Linien pro Millimeter ist etwas breiter und auch etwas weiter links. In diesem Experiment zeige ich die Beugung bzw. Interferenzmuster an einem Gitter. Dazu habe ich hier ein Gitter mit 1000 Linien pro Millimeter und hier eins mit 500 Linien pro Millimeter. Die Teile hier, die habe ich auch unten nochmal in dem Video verlinkt. Das habe ich mir selber am ja, gezeichnet und am 3D-Drucker halt ausgedruckt. Da haben wir hier einen Halter für den Laser. Ich habe hier einen blauen, roten und einen grünen Laser. Dann habe ich einen runden Schirm, etwas, wo ich das Gitter rein kann, und hier nochmal einen geraden Schirm mit einer ja, Skala. Und hier habe ich nochmal so ein Winkelmesser. Gut. Ich habe hier auf dem Blatt Papier mir vorbereitet einen Strich, der ist genau 10 cm vom Rand entfernt. Und da stelle ich meinen Schirm auf, sodass ich genau 10 cm zwischen Gitter und Schirm habe. Und ich nehme als erstes das Gitter mit den 500 Linien pro Millimeter. So, und dann haben wir verschiedene Laser. Und als erstes nutze ich den roten Laser. So, der rote Laser, ups, da ist er. Und ja, man kann hier, falls man es in der Kamera nicht so gut sieht, ich habe hier nochmal ein Geodreieck, was ein bisschen hilft. Wir haben so ungefähr 3,4 Zent, nee, 3,5, Entschuldigung, 3,5 Zentimeter, die sozusagen von der Mitte das erste Maximum. Hier ist im Prinzip das Nullte, hier ist das erste Maximum. Und das ist 3,5 entfernt. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal für grün. Ups, da muss ich ein bisschen nachjustieren, weil der Laser hier, ja. So. Und man sieht, für grün sieht schon ein bisschen anders aus. Hier sehe ich erstmal, das erste Maximum ist viel näher. Nämlich 2,7, so ungefähr 2,7 Zentimeter. Und hier, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht,
sehe ich das nächste Maximum und das ist so 6,2 ungefähr entfernt. Der Vollständigkeit halber das Ganze nochmal mit Blau. Und hier sieht man, Blau ist natürlich jetzt noch kurzwelliger. Rot war ja jetzt die von den dreien die langwelligste. Grün liegt da irgendwo so in der Mitte. Irgendwo dazwischen. Das wollte ich sagen. Und Blau ist jetzt praktisch die kurzwellige Variante. Und da bin ich bei 2,2 so ungefähr. Bin ich ganz in der Mitte. Hoppla. Moment. So, nochmal. Ja, nee, eher so 2 Zentimeter. Und hier sieht man es ganz dunkel, beziehungsweise hier auch, bei ungefähr 4,4 Zentimeter das nächste Maximum. Und hier sehe ich sogar noch das dritte. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Das ist ungefähr so bei 7,5 Zentimeter. Jetzt machen wir das Ganze mit 1000 Linien pro Millimeter. Ja gut, jetzt wo ich gerade den blauen Laser habe, lassen wir ihn hier auch liegen. Und hier habe ich 4,4 würde ich so ungefähr sagen. 4,4 Zentimeter bis zum ersten Maximum. Und dann holen wir uns den grünen. Grün ist 6,2 ungefähr. 6,2 Zentimeter und Rot geht gerade noch so drauf. So. Moment, das ist 7,89. Ja, so 9,5 Zentimeter. Soweit, so gut. Jetzt habe ich mir noch was ausgedacht. Ich hoffe, es funktioniert. Das Problem bei diesem Versuchsaufbau ist, ich kann natürlich, oder der Vorteil erstmal ist, je weiter ich natürlich den Schirm wegstelle, umso besser wird meine Auflösung. Das heißt, umso genauer kann ich das Ganze bestimmen. Hab aber hier das Problem, dass ich mir das Ganze mit dem Tangens hier ausrechnen muss. Jetzt will ich noch mal etwas versuchen. Und zwar ist das halt der Vorteil des 3D-Druckers. Und zwar habe ich hier mir den Schirm rund ausgedruckt. Und das hier ist so ein Winkelmesser. Und zwar einfach ein runder Winkelmesser. Und wenn ich jetzt das hier sozusagen, Moment, ich tue, damit hier das jetzt nicht stört, nehme ich ein neues Blatt Papier. So. Und jetzt nutzen wir sozusagen den runden Winkelmesser. Da kommen dahin. Die Nullen natürlich hier in die Mitte. Und das Stück habe ich natürlich so gemacht, dass das genau passt. So, jetzt habe ich natürlich einen riesen Vorteil. Hier habe ich ja nur einen kleinen Ausschnitt gesehen. Hier sehe ich praktisch die vollen 180 Grad. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, ich verliere Genauigkeit und Auflösung. Das war natürlich hier besser, denn je weiter man das Ding wegstellt,
umso präziser kann ich natürlich messen, aber umso schwieriger wird es natürlich auch, große Winkel drauf zu kriegen. Hier habe ich natürlich dieses Problem nicht. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich fange an mit dem Gitter. Das ist, machen wir es gerade wie eben. Mal nehme ich das Gitter mit den 500 Linien. Stelle das genau hier so und so. Und dann habe ich hier meinen grünen Laser. Und dann fangen wir erst bei dem roten Laser an. So, der rote Laser. Hier ist 0. Hier sind wir ungefähr bei 20 Grad. Und das nächste haben wir ungefähr bei 40 Grad. So, dann machen wir das gleiche mit grün. Grün haben wir bei 0, bei ungefähr 15 Grad. Und das hier ist so ungefähr bei 15 Grad und hier sehe ich einen Grün bei ja, so 32 Grad. Und hier sieht man auch noch einen Grün. Der ist so ungefähr bei 52 Grad. So, dann ganz Spaß mit Blau. So, bei 0, bei 12 Grad und bei 25 Grad. So, jetzt das Ganze. Mit, man kann das ja dann vergleichen mit dem, was ich halt mit der herkömmlichen Methode gemessen habe. Jetzt habe ich hier die 1000 pro Millimeter und fange da auch wieder an mit dem roten. Der rote liegt bei 0 und hier haben wir 40 Grad. Und sonst sehe ich keine weiteren. Gut, dann nehmen wir grün. Der grüne liegt bei 32. Und sonst sehe ich auch keine weiteren. Und dann schauen wir uns den blauen nochmal an. Der blaue liegt bei 25 und bei 55 dann der nächste. Also 25 das erste Maximum, das zweite Maximum. Bei 55 Grad. Jo, das kann man ja dann mit dem vergleichen. Vorteil, wie gesagt, habe ich den Winkel direkt. Hier muss ich mit dem Tangens hantieren, um an den Winkel zu kommen. In dieser Zeichnung fällt kohärentes Licht auf ein Gitter. Der Spaltabstand zwischen den einzelnen Spalten ist hier mit einem kleinen g gekennzeichnet. Nach dem Gitter betrachten wir die Strahlen unter einer Ablenkung des Winkels phi. Dadurch ergibt sich ein Gangunterschied, der hier mit einem kleinen d gekennzeichnet ist. Wenn dieses kleine d ein Vielfaches von 1/2, 3/2, 5/2 und so weiter Lambda ist, dann habe ich destruktive Interferenz. Bei einem ganzzahligen Vielfachen, also 1, 2, 3, 4, 5 Lambda, habe ich konstruktive Interferenz, also Maximas. Und genau die betrachten wir in diesem Beispiel. Um auf diese Formel zu kommen, nutze ich das
rechtwinklige Dreieck. Und der Sinus ist ja Gegenkathete durch Hypotenuse. Die Gegenkathete ist das kleine d, also der Gangunterschied, in dem Fall k mal Lambda. Und die Hypotenuse ist das kleine g, das ist der Spaltabstand. Und dadurch kann ich dann entsprechend die Formel aufstellen. Nun ist es aber nicht immer leicht, diesen Winkel zu bestimmen. Daher nutzt man einen kleinen Trick. Insbesondere wenn der Winkel sehr klein ist, ist es doch relativ einfach, auf einem weit entfernten Schirm entsprechend den Abstand zwischen dem Mittelpunkt und dem entsprechenden Maxima zu bestimmen. Dann nutzt man einfach den Tangens, das ist die Gegenkathete durch die Ankathete, und schon kann ich den Winkel entsprechend ausrechnen.